So, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Naja, meinen Namen kennt ihr ja bereits. Ich bin der S-Bleeding, aber der X-Fighter 007 fehlt heute, denn er ist beschäftigt und deswegen habe ich mir überlegt, ich übernehme heute mal. Ja, und ne, spiele hier mal schön Let's Play. So, ich nehme meinen T29. Hat noch nicht die Top Gun drauf, wie man sieht. Leider erst die mittlere. Fehlt aber nicht mehr allzu viel bis zu der neuen. 3407 Erfahrung. Naja, das sollte ja bald zu schaffen sein. Wir gehen direkt mal ins Gefecht. Und schauen mal, auf welcher Map wir landen. Ruinberg. Ja, die Stadtmap. Jetzt bin ich natürlich wieder im 9er Gefecht gelandet. Das ist natürlich blöd ohne Top Gun. Ich habe heute den ganzen Tag fast den T29 gespielt, aber bin immer in Achtergefechte gekommen. Oder, also höchstens Achtergefechte oder sonst halt optimalerweise Siebenergefechte. Deswegen wundert es mich jetzt, dass ich natürlich zu Vorfeldzwecken in ein Neunergefecht komme. Naja, das ist halt so Zufall, ne? So, die Uhr zählt runter. 6, 5, 4, 3, 2. Und da geht's auch schon los. Oh, das ist etwas laut. So, muss ich doch etwas leiser stellen. Und dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. So, jetzt ist der Sound perfekt. Hoffe ich mal. Dann dresche ich mal vor zu dieser Ecke hier und schau mal, was. Oh, da ist schon Flitzer. Da ist schon Flitzer. Gucken, ob ich den kriege. Oh, da hat er gut einen gescheppert bekommen von mir. Das macht er so schnell nicht nochmal wieder. Und da steht schon der nächste. Dann habe ich leider nicht angekratzt, denn. Das Aim hat ein bisschen gedauert und in dem Zeitpunkt ist er wieder zurückgefahren. Der Panther. So, jetzt schauen wir mal weiter. Oh, er kommt wieder vorgefahren. Der Spacken. Ich schieße jetzt mal das Auto hier weg. Das versperrt mir noch echt die Sicht, ey. Da kannst du ja nicht gescheit spielen. Ja, wie gesagt, wer sich wundert, dass mein Panzer so komisch aussieht, so farbenfroh, naja, das haben wir schon in einem anderen Video erklärt. Das sind die Weak Points. Und zwar sieht man da, wo man durchkommt bei dem wunderbar, unten durch die Wanne. Der Turm ist natürlich super gepanzert, aber hier oben die Kommandantenluke, da kommt man auch durch. Und natürlich an den Seiten, ist ja klar, ne? So. Ja, die, nach der Mod einfach mal googeln, beziehungsweise wir haben sie, glaube ich, schon mal einmal in einem Video unten reingestellt, den Link. Und jetzt schauen wir mal. Spicken mal ganz vorsichtig links um die Ecke rum. Da steht mich ein Tiger P und wartet nur auf mich, denke ich mir ja. Ah, der steht hinter der Kirche. Da ist frei. Jetzt bin ich hier ein bisschen alleine. Die sind alle auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Beziehungsweise rechts von mir kommen jetzt zwei von meinen Teamkameraden durchgeprescht. Also etwas Verstärkung ist nicht schlecht. Oh, da ist doch einer. Guck mal hier. Zack, kriegt er erstmal gleich an dem Helm geknispelt von mir. Hat mir noch gar nicht bemerkt. Naja, jetzt fährt er da weg. Vielleicht kriege ich ihn ja noch, wenn er nochmal rausspickt. Oh, jetzt da hinten ist so ein T29. Scheiße. Da bin ich nicht durchgekommen. Aber da kassiere ich 283 von ihm. Denn ich denke mal, er hat die Top Gun drauf, die ich leider noch nicht habe.
Und ich komme einfach nicht durch und bei ihm, also wie gesagt, mit der Top Gun wird es besser klappen. Ja, mittlerweile steht es 5-5. Oh, jetzt kommt der Panther wieder. Oh, da habe ich noch einen kassiert. Das ist ja unglaublich. Aber da kann ich 674 Schaden verbuchen beim Panther. Das ist schon mal sehr gut. Schön in die Seite gedrescht. Eieiei, jetzt hat er mich gekettet. Jetzt kriegt er aber 251 von mir verpasst. Sehr gut. Jetzt werde ich trotzdem mal auf Gold laden. Ich habe 7 Goldmümpeln dabei. Denn sicher ist sicher, gerade bei so einem Gefecht und ohne Top Gun kannst du halt sonst wenig Schaden austeilen. Wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Da hinten ist aber noch einer. Der ist jetzt weg. Das war der von eben, der Tiger P. Da ist er wieder. Der T29. Ja, da steht es natürlich perfekt vor der Wand. So, dass ich ihn nicht treffen kann, dass alles abprallt. Das kennt der ein oder andere von euch bestimmt auch. Wenn man sich halt direkt front vor die Wand stellt und immer leicht rückwärts schräg versetzt zurückfährt, dann schießt, also einen Schuss abgibt und damit er gleich vorfahren, so dass der Gegner halt bei dir nur Abpraller macht. Aber jetzt kann er mich am Arsch lecken, jetzt fahre ich einfach hier durch. Denn mittlerweile steht es schon 10-8, was ganz gut aussieht. Da hinten ist ein E75, der legt sich mit einem IS von uns an. Vielleicht kann ich da was ausrichten, aber ich glaube fast gar nicht mit meiner scheiß Gun. IS unterstützt mich noch. Oh, noch nicht mal durchgekommen. Das ist ja unglaublich. Und ich habe auf die Ketten gezielt. Und ich schieße mit Gold. Oh, den Jagdpanther aber. Schön 297 reingebrezelt. Das ist natürlich nicht schlecht. Und da geht er auch gleich schon down. Und da ist er down. Da habe ich mir den Kill kassiert, sozusagen abgesahnt. Scheiße, habe aber 395 dann noch vom E75 kassiert. Jetzt bin ich natürlich wieder gekettet. Und der steht jetzt ganz beschissen. Ja, und da hat er mich erwischt. Das war natürlich dumm, dass ich jetzt wieder vorgefahren bin, aber ich wollte unbedingt noch den Kill haben. 11:10 steht es mittlerweile. So, Schlückchen getrunken, habe schon wieder einen ganz trockenen Hals vom Sabbeln. Jetzt schauen wir noch mal, was die Teamkameraden so treiben. IS-8, jawohl, das sieht ja schon mal sehr gut aus. 58%. E-75 hat nur noch 19%. Oh, da haben sie einen ganz schön aber reingeschossen, schön in die Wanne unten. Da kommt man übrigens sehr gut durch bei der IS-Serie. Turm kann man vergessen, ist übelst gut gepanzert und natürlich auch abgerundet, daher prallt sehr, sehr viel ab. Jetzt kommt der E75, gucken. Schön um die Ecke rum, jawohl. Oh, und hat die IS-8 dann gekillt, sehr schön. Jetzt steht es 13:12 und es geht langsam zum Ende zu. Der Jagdpanther ist noch übrig und die Lorraine 155-50 von den Gegnern. KV4 legt sich mittlerweile mit dem Jagdpanther an. KV4 hat eine sehr, sehr gute Panzerung, ebenso wie der KV5. In dem Moment hat es ja mal zerlegt. Da konnte der Gun vom Jagdpanther nicht standhalten. Wir haben noch unsere M12 Arti und den IS-8 Panzer der Russen. Heavy Tank. Und jetzt wird er in den Arsch geschossen. So muss das sein, jawohl. Jetzt muss er sich nur noch die Arti holen und das Match ist gelaufen für die Gegner. Jetzt gucken wir mal noch mal, ob er die Arti auch noch killen kann. Das wäre natürlich perfekt. Schönes Match und schönes Let's Play zugleich. Ja, wie gesagt, morgen sind wir wieder zusammen am Let's Play machen.
Da der X-Fighter, wie gesagt, heute nicht kann. Und morgen werden wir auch wahrscheinlich dann einen Demo-Tag einlegen. Und zwar spielen wir dann eine Demo. Also mal was komplett Neues. Und werden das natürlich dann dokumentieren während des Zockens, wie man es gewöhnt ist von uns. Um welche Demos es sich handelt, möchte ich noch nicht verraten. Beziehungsweise es ist ein aktuelles Spiel, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Seid gespannt und schaut es euch dann einfach an. Und wie gesagt, über Kommentare würden wir uns freuen, Verbesserungsvorschläge. Ein Livestream ist auch geplant, wo ihr mit uns live im Chat reden könnt. Beziehungsweise ihr schreibt und wir antworten live. Ja, und wir wären halt sehr erfreut, wenn ihr uns ein paar Kommentare hinterlasst. Oder einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt und uns abonniert. Und da ist die Lorraine. Da hat sich unsere Arti mit der anderen Arti angelegt und ist natürlich drauf gegangen. Jetzt heißt es Mann um Mann, Zahn um Zahn. Und da ist sie verschwunden. Hat sich in nichts aufgelöst. Da geht sie ganz kackendreist bei uns cappen. IS-8 ist schon auf dem Weg. Das Problem ist, IS-8 ist natürlich jetzt ein One-Shot. Jetzt muss die IS-8 natürlich tierisch aufpassen, dass die nicht weggemümpelt wird von der Arti. Die Arti wird wahrscheinlich auch schon um die Mauer herum lauern auf ihn, um den Schuss abzugeben. Ha, was sag ich? Leider verfehlt und dazu, ja, haben wir gewonnen, ne? Würde ich sagen, an dieser Stelle zeige ich euch noch schnell, was ich rausbekommen habe. An Credits und Erfahrung wahrscheinlich nicht allzu viel. Naja, 25.929 und 1.123 Erfahrungspunkte. Ich spiele mit Premium, daher kriegt man etwas mehr Kohle raus. Ja, dann bedanke ich mich und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu zweit in gewohnter Manier wieder. Also bis dann, haut rein.